Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal Sofort und Waschbär. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop sofort gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Es unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Es ist der 21.08.2019 und wir gucken in den Shop vom 21.08.2019. Wir machen heute erstmal wieder einen Bärenvergleich. Auf den könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Oh. Und wir haben eine neue Tarnung, also eine neue Lackierung am Start. Die Kuscheltarnung für 3 in den V-Bucks ist neu im Shop. Wir fangen erstmal an mit, was fangen wir denn an gleich? Ja, natürlich ganz links mit dem Bärchen. Also machen wir direkt den Bärenvergleich. Ja. So, da ist er, der Bär. Heißt, wir machen jetzt einen guten alten Bärenvergleich. Wir nehmen uns mal hier den Bären. Und sieht doch genauso aus, oder? Gleich mal. Nein, ich sehe nicht so aus wie der. Sieht doch genauso aus, oder? Nein, ich sehe nicht. Bist du auch ein Bär? Warte mal, wir machen es mal ein bisschen größer hier. Jetzt pass mal auf. Mal größer pass hier. Auf. Guck mal, das sieht doch genau gleich auf. Was hast du aus mir gemacht? Bist du denn des Wahnsinns? Nein, ich habe mit dem da nichts zu tun. Geh weg. Geh weg, mach das weg. Da ist er gleich wieder. Jetzt sehe ich wenigstens wieder anständig aus. Macht das Ding da im Hintergrund. Sieht anständig aus? Ja, jetzt sehe ich wieder anständig aus. So sahst du mal anständig aus? So wie ein Waschbär auszusehen hat. So. Du konfirmst jetzt inzwischen selbst, dass du ein Waschbär bist. Klar, bin ich ein Waschbär. Und stolz drauf. Aber sicher. The Bad Raccoon, man. So. Also, Kuschelbeauftragte, ich finde die. Also inzwischen habe ich mich ja schon an das Ding gewöhnt, also deswegen kriegt die jetzt inzwischen schon 6 von 10. Von mir kriegt die 8 von 10, weil es ein Bär ist. 8 von 10? Ja, oh mein Gott. 4,17 von 5, weil 269 wurde zum ersten Mal am 10. Februar 2018 Schock gewesen, seit dem 25 waren 241 Reminders. Dann kommen wir zum Kuschel Airlines und da mega auch wieder, und da können wir auch wieder mal ganz kurz einen Bärenvergleich starten, weil, schaut euch das mal an, es ist ein und dasselbe. Nein. Doch. Kuschel Airlines, auf jeden Fall mega geil, kriegt von mir 10 von 10. Bär halt auch. 800 V-Bucks. 10 von 10. Ja. Ist ja klar, von mir auch. 3,29 von 5 bei, hallo, wer blendet sich ein? Danke. Bei 14 Votes zum ersten Mal am 2. April 2019 im Shop gewesen, seitdem 4 mal 12. Reminders, dann kommen wir zu den Kuschelkrallen. Die Kuschelkrallen. Die mag ich, die finde ich echt geil. Finde ich jetzt nicht so wirklich toll. Auch wieder da, wir kommen ganz kurz hier. Kriegen von mir 5 von 10. Guck mal, das ist doch eigentlich deine Pfote. Nein, das ist nicht meine Pfote. Nein? Nein, das ist nicht meine Pfote. Okay, von mir kriegt die 10 von 10. 800 V-Bucks kriegt von mir keine, kriegt von mir 6 von 10. 3,67 von 5 bei 18 Votes, zum ersten Mal am 15. Februar 2019 im Shop gewesen, seitdem 6 mal 10 Reminders. Ja, dann sind wir damit durch, was ein Glück. So, Geißel, Scourge. Geißel. Scourge, dreh die auch mal, dass man kurz sehen kann hinten, da, das ist nämlich auch cool. Ja, das Teil kriegt auf jeden Fall von mir 8 von 10. 15 oder V-Bucks. 8 von 10 von mir kriegt die 8 von 10. 4,3, 8 von 5 bei 68 Boss, manchmal am 12. Oktober 2018 im Shop gewesen, seitdem 9 Mal. Und 158. Pest. Das ist der Plug. Der Plug. Und Plague kriegt von mir 9 von 10. Von mir 10 von 10. Auch cool. 3,665 bei 64 Wurzeln beim 12. Oktober 2018 im Shop gewesen, seitdem 9 mal 134 Reminders. Herr Rollstab für 800 V-Bucks. Ja, der kriegt von mir 7 von 10. Okay, von mir kriegt er 9 von 10. 3,255 bei 20 Wurzeln beim 12. Oktober 2018 im Shop gewesen, seitdem 9 mal 15 Reminders. Dann kommen wir zu Lampenlicht. Lampenlicht ist ein normaler Standardgleiter. Aber heißt, ein bisschen. Ja, der ist besser. Ein bisschen besser. Der, also der mit den Laternen dran. Ja, kriegt von mir auch 6 von 10. 3,2655 bei 19 Wurzeln beim 12. Oktober 2018 im Shop gewesen, seitdem 9 mal 11, 14 Reminders. Dann kommen wir zu Shotcrawler. Der hatten wir gestern schon im Shop gehabt. Haben wir gestern schon bewertet, den Shotcrawler. Inzwischen eine bessere Note, heißt 2,545 bei 13 Wochen. Erstmal gestern 2,54 schon. Ja. Was ist da los? Metro Macheten, die Macheten, die haben eine Benotung von 4,5 wow. Bei 5 Worts und 20 Reminders. Dann sind wir auch mit dem Set fertig, dann kommen wir zum Schattenagenten. Shadow Ops für 15 V-Bucks, mega cool, hat auch zwei Styles jetzt und ja,
Finde, wobei ich sagen muss, ich finde immer noch den schwarzen Style besser. Ja, ja. Shadow Ops kriegt von mir 7 von 10. 8 von 10. 4,2 von 5 bei 88 Volt. Das war am 15. Dezember 2017 im Shop gewesen. Seitdem 33 Mal und 102 Reminders. Dann kommen wir zum Schalenregen. Schalenregen finde ich ein bisschen affig, muss ich sagen. Ja, passt da. Ne? Affe und Banane. Genau, 500 V-Bucks. Das Teil kriegt von mir 6 von 10. Make it Plantain, alles klar. Ja. Oh Gott, jetzt verstehe ich nur die Kopie von Make it Rain. Kriegt von mir 6 von 10. 2,155 bei 13 Votes zum ersten Mal am 22. Juli 2019 im Shop gewesen. Seitdem zweimal und drei Reminders. Flamingo-König. Der Flamingo-König, ja. Ja, der ist in Ordnung. 6 von 10. Ist nicht gut, aber der ist halt auch nicht so gut. Zoom mal an den ran und rede mal kurz ein bisschen. Ja. Haben wir ein Gameplay dazu, oben jetzt verlinkt in der rechten Ecke. Ja, der kriegt von mir. Flamingo-König. Der kriegt von mir 6 von 10. 2,485 bei 23 Volt, das war am 6. Juli 2019 im Shop gewesen, seitdem 4 und 15 Reminders. Dann kommen wir auch zu Billy Bounce. Billy Bounce, mega geil. Für mich eine der geilsten Fortbewegungs-Emotes, die es überhaupt gibt. Und ich glaube, der hat auch die beste Bewertung von allen. 10 von 10. Von mir auch. 4,955 bei 15 Volt, ja. Zum ersten Mal am 27. Mai 2019. 4,979 von 5. Überleg mal, 4,9 von 5. Bei wie vielen waren es? 50 Volt. Ja. Brutal. Schrittwechsel. Auch mega geil. Also heute die Emotes ziemlich cool. Für 500 V-Bucks. Auch weiß jetzt schon, was ich im Shop, gehört. Echt? Ja. Ich bin gespannt. Ich weiß es noch nicht. 3,965 bei 23 Volt, zum ersten Mal am 16. April 2019 im Shop gewesen. Seitdem 6,29 Volt meines. Dann kommen wir zur Kuscheltarnung. Kuscheltarnung, das ist die neue Lackierung. Zoom mal bitte an die ein bisschen ran hier, dass man mal sehen kann, was ist denn das überhaupt? Kann man da irgendwas Mac drauf erkennen? Am besten sehen, auch wenn es... Oh. Hier, man kann es am besten erkennen, leider beim Mac. Ich kann da gar nichts erkennen, irgendwie. Sieht kacke aus, ne? Ist irgendwie... Aber hier in der Waffe sieht es okay aus. Alt pink, ne? Ja. Pink mit weiß und schwarz. Ist ja deine Lieblingsfarbe, oder? Ich stehe voll auf Pink. Du, ihr wisst, wie sehr ich auf Pink stehe. So, gehen wir auf Modellwechsel nochmal. Zeig nochmal die einzelnen. Also irgendwie. Ich meine, obwohl es Pink ist, sieht es jetzt nicht so krass schlecht aus. Aber es ist jetzt nicht so meine Welt. Ja, ich weiß nicht. Also, Kuscheltarnung kriegt von mir 6 von 10. Von mir kriegt Kuscheltarnung. Für 300 V-Bucks. Von mir geht Kuscheltarnung 5 von 10. Ja, und der hat keine Benotung, ein Reminder. So, jetzt müssen wir den Shop bewerten. Ich weiß, was ich dem Shop gebe. Jetzt bin ich gespannt. Erstmal gibst du dir deine Benotung. Ich gebe nämlich, ich weiß, was ich gebe, deswegen gibst du erstmal deins. Also, okay, pass auf. Ich finde. Das neue Item ist halt kacke, muss ich sagen. Das neue Item nicht so toll. Flamingo König, okay. Schalenregen, okay. Billy Bounce, mega geil. Schrittwechsel, mega geil. Dieser Schrottcaller immer noch drin. Schrottcaller! Ja, der Schrottcaller. Ja. Pest und Geißel. Geil. Ja, waren jetzt auch schon sehr oft drin. Kuschelbeauftragte bin ich jetzt kein großer Fan von. Dafür finde ich den Gleiter Kuschel Airlines ziemlich geil. Also, ich bin. Es ist so, weißt du, so. Ich weiß nicht. Also ich mache jetzt mehr. Ja, ich auch. Okay. So. Und dann geben wir die Benotung It's Meh. Dann sind wir der 1003. Der. Den sieht man gar nicht, ne? Oh. Der den Shop bewertet hat. Jetzt sind wir bei 1297 Votes für Love It, 1003 Votes für It's Meh und 1985 Votes für Hate It. Heißt, es ist ja ein ausgeglichener Shop. Was ist denn in dem Shop heute dein Highlight? Schrittwechsel. Meins Billy Bounce. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit dem Herrn sofort neben mir und dem Waschbären. Dem Tiger. Bis dann und tschüss.